Willkommen zurück zu einer neuen Folge Farm Together. Hallo. Was ist denn, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin noch gar nicht ready? Ich hätte einfach angefangen, also mir wurscht. Stehst du halt hier doof rum. Gut. Wo wollen wir denn das Baumhaus hinbauen? Da in unserem Eingangsding, ja, oder? Ja, in unserem Housing-Bereich. Warte mal, ich guck mal eben. Ja, ach, so groß ist das auch gar nicht. Naja, okay. Ja? Warte mal, da ist der Aufstieg. Das muss ich so bauen. Ich überlege gerade mal, wie ist es am besten? Hier in der Ecke vielleicht? Ich mach's erstmal hier hin. Oh, wie cool ist auch einzeln gebaut. Oh lol, wir brauchen dafür noch was. Was? Ach, es dauert eine Stunde, bis es fertig ist. Ach so, oh. Ja, willkommen, liebe Freunde, zu unserem neuen Baumhaus. Das machen wir am Anfang der nächsten Folge, ne? Achso, da unten links steht jetzt Baumhaus, okay. Am Anfang der nächsten Folge, okay. Ja, wir machen heute ein bisschen Überlänge. Hier gerade nichts fällig, okay. Also ich habe gerade Kreukarpfen gepflanzt. Ja. Und jetzt mache ich Lachse. Deswegen haben wir jetzt kein Geld mehr. Entschuldigung. Egal, ich arbeite mit Diamanten. Ja, ach stimmt, ja. Ich schaue ständig mehr aufs Geld. Ah, Fliege. Ist das hier hin? Ich mache es erstmal hier hin. Also ich habe extra so vier Tassen mit Essig, Wasser und Spüli in meinem Zimmer stehen. Okay. Damit die da elendig verrecken, hoffentlich. Und zu dir sagst du, und wir haben uns vorhin noch drüber unterhalten, wo ich dir so ein bisschen erzählt habe, ja, dass es in der Natur der Sache ist, dass Katzen Mäuse jagen und so ein Zeug. Und dann wirft sie mir vor, oder sie ist ja am Rumheulen, von wegen, du bist so gemein. Ja, aber Fliegen sind nicht so süß. So. Auf keinster Weise sind Fliegen süß. Mäuse sind mega süß. Ja, okay. Ja? Ja? Ich will jetzt nicht abstreiten, dass Mäuse süß sind. Also ich habe jetzt auch nichts gegen Mäuse. Es lag ja auch nicht daran, ich habe ja nicht gesagt, dass es unerhört ist, dass so etwas passiert. Ich habe nur gesagt, dass es in der Natur der Sache liegt. Ja, und es ist in der Natur der Sache, dass Fliegen total nervtötend sind. Du, denk dran. Das ist wie Stanzen. Also damals Mücken. Der gute Noah, ne, der hat ja von jedem Tier zwei Exemplare mitgenommen. Ja, und keiner kann verstehen, warum er das getan hat. Bei Mücken und bei... Das ist so seltsam, Mücken zu sagen. Und bei Fliegen. Mücken, genauso wie Spinnen. Warum ist es seltsam, Mücken zu sagen? Weil das bei uns nicht Mücken heißt, sondern Stanzen. Okay. Ich sag nie Mücke. Das ist einfach ein komisches Wort. Mücke. Ja, wer sagt schon Mücke? Na gut, also hier ist das Natur der Sache. Ja, boah, ich komischen. Ja, gut, ich meine, wie hieß das noch? Eine Brezel mit Butter, wie heißt das noch? Butterbrezen? Nee, hat das nicht einen speziellen Namen gehabt? Ah nee, ihr habt für Brötchen habt ihr ja... Semmeln. Bei euch heißt das ja nicht, genau, bei euch heißt das ja Semmeln und nicht Brötchen. Ja. Halt, ja. Hast du gerade Sprit? Ob ich Sprit habe? Nein, an der Tankstelle. Musst du mal gucken. So, was können wir denn jetzt hier... Oh ja, schön. Steckrüben. Ja, die sind relativ teuer. Musst du mal auf den Gewinn gucken. Ja, ich guck gerade. Das bringt nicht so viel mehr. Salat. Wir haben mittlerweile den Salat auf Level 16. So, wo wir wieder beim Thema wären, die Leute, die ja über Millionen von Goldbeträgen verfügen.
Auf was haben die wohl Salat mittlerweile? Keine Ahnung. Also gibt es da Level auch 350. Ich weiß gar nicht, ob da auch Level 70 das Maximum-Level ist. Oder ob, der ist auf jeden Fall 17. Wir sind fast bei Level 70. Ja, nah dran auf jeden Fall. Ja. Nein, ach Mensch, das wollte ich doch gar nicht. Zack. Ich muss uns doch mal, oder werde uns jetzt noch mal einen weiteren Gemüsestand kaufen. Kommen wir etwa nicht hinterher? Ich habe die Angst, dass wenn wir den Kram ernten, dass es echt Probleme geben könnte. Wir können mittlerweile Ziegelsteinmauern machen. Mhm. Die sehen eigentlich ganz hübsch aus. Ja, finde ich auch. Das Salat bringt halt echt wenig Gewinn. Das ist faszinierend. Ja, aber dafür geht er halt schnell, ne? Oh, wir dürfen gerade noch keinen neuen Gemüse ernten. Wir haben 158, 160 gerade. Ja, ich bin eh gerade wieder beim Anpflanzen. Oh, da kann ich wieder was verkaufen an Gemüse, ja. Kasching. Kasching. Ja, mir geht der Sprit aus. Ja, ich muss mir den auch gerade wieder zusammensuchen. Wie lange brauchst du? Du bist jetzt auch fast fertig, sehr gut. Nein, ich kann auch Gemüse verkaufen. Ping. Und wann stelle ich das hier nochmal ein bisschen alles um? Das ist ja erstmal nur so Patchwork-mäßig alles. Da, wo gerade Platz ist. Yay. Fiddling. Ich habe immer Angst, dass ich eine von den Fliegen einatme, weil ich immer mit offenem Mund atme. Oh, scheiße, das ist mir schon voll oft passiert. Dass du Fliege eingeatmet hast. Ja, also beim Gehen oder beim Sport machen. Draußen. Jetzt, wenn ich gerade irgendwo im Gesicht umeinander fliegen, dann atme ich sie ein. Ja, das ist echt schwierig. Ich stelle mir das gerade sehr lustig vor. Hm, wo mache ich den denn mal hin? Der ist so... Wenigstens aber da noch Proteine. Ja, guck mal, so kann man es ja auch sehen, ne? Ja. Die 0,003 Gramm. Ich freue mich schon wieder, wenn ich nächste Woche wieder meinen Proteinshake saufen kann. Wobei ich jetzt endlich einen gefunden habe, der mir gut schmeckt. Ja, gut, ist doch schön. Ja. Ja. Und ich freue mich auch richtig, dass ich nächste Woche wieder selber kochen kann. Oder wieder kochen, überhaupt wieder kochen kann und mich nicht von fertig Pizzen ernähre. Die Prüfungsphase ist fürchterlich. Das für nichts Zeit. Du, ich habe das auch alles schon hinter mir. Ey, ist zum Kotzen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich weiß noch, wo ich damals Prüfungsphase hatte. Ja, das Schlimme, sie macht das ja jetzt schon 5 Jahre lang. Ja, also bei mir sind es zum Glück nur insgesamt 3,5 gewesen. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß noch, wie es damals gewesen ist. Aber wenigstens wird es leichter. Nein! Passt denn nicht hin? Was brauchst du denn? Ich mach mal so ein paar Straßenlaternen. Ah, okay. Das ist irgendwie ganz schick so. Ja, die sind voll süß. Ein bisschen dekorativ halt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder dazwischen frei. Und hier 1, 2, oh. Da steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So viel, das heißt, wenn ich jetzt da noch mal 2 weniger und da 2 mehr, okay, das passt dann. Das heißt, ich muss den hier noch mal um 2 nach hier hin verschieben.
Dann ist es nämlich genau die gleiche Entfernung. Eins, ich bin immer voll irritiert von den Tapsern von meinem Hund. Weil ich immer denke, du bist es. Aber es ist einfach nur mein Hund, der mir hinterherläuft. Warum sollte ich dir auch hinterherlaufen die ganze Zeit? Ja, keine Ahnung. Siehst du? Ich weiß nicht, es passiert öfter, dass das Menschen tun, um mir einfach auf den Sack zu gehen. Die hinterherlaufen? Ja. In Spielen. Zumindest. So, ne, da ich... kann mich ja in Spielen sehr gut beschäftigen, so ist es ja nicht. Ja, das ist dann deren Beschäftigung. Mir auf den Sack gehen. Okay. Gut. So, dann bauen wir hier eine hin, würde ich sagen. Ich finde diese Mandelbäume immer noch so schön, weil sie ähnlich ausschauen wie Kirschbäume. Oh, hoffentlich können wir Kirschen auch irgendwann noch anpflanzen und die sind dann so hübsche. Mit Sicherheit. Oh, die liebe ich ja. Ich finde, die Melonen sehen aus, als wenn die kaputt wären. Ich möchte noch mal festhalten, das ist eigentlich total unnütz, was ich hier gerade mache. Mit den Laternen. Aber ich finde, das sieht trotzdem schick aus. Dann ist es nicht unnütz. So, hinterm Klo kommt auch eine. Ja, wenn du nicht beim Kacken hat. Ja, genau. So, und hier neben dem Geräteschuppen noch eine. Schön. 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 Das gefällt mir. Dann gefällt mir das auch. So, erstmal wieder verkaufen. Es kommen wieder Diamanten rein, die ich gerade für optisch sehr schöne Straßenlaternen ausgegeben habe. Hm. Bäume ernten. Ohne Traktor. Dauert gar nicht lange. Aber ich muss auch auf Sprit warten. Aber ich finde, bei den Bäumen mache ich sowieso immer ohne Trecker, aber das finde ich irgendwie angenehmer. Das dauert mega lange. Ich fisch mal ein bisschen, ne? Das ist gerade hier fertig. Ja. Ah. Forelle, Forelle. Schon ewig nicht mehr gegessen. Ich kann mich jetzt so ad hoc auch nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal getan habe. Ja, mir schmeckt halt Lachs einfach zu gut. Ich bin, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 2 Jahre jetzt, mal in, ich meine, du wirst ja als gebürtige bayerische Landesfrau, kennst du ja logischerweise den Chiemsee. Ja. Und ich habe einen Bekannten, der wohnt dort, den habe ich mal besucht und da sind wir auch über den Chiemsee zusammengefahren mit so einer Bootstour und waren anschließend auf der Insel in so einem Restaurant und haben dort diese Chiemsee-Forelle gegessen. Mhm. Boah, die hat mega geil geschmeckt. Ich muss sagen, ich finde bei uns im Kaff, es gibt zu Karfreitag gibt es ja immer Steckerlfisch. Also, das ist ja so ein typisches, also Fisch ist ja so ein generelles, typisches Karfreitagsgericht, genauso wie, ja. Also ich weiß nicht, ob das auch überall so ist, also bei uns ist Karfreitag zum Beispiel immer, Struven. Gut, sagt mir nichts. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch typisch münsterländisch oder hier nordrhein-westfälisch etc. ist, aber, bei uns gibt es halt, wie gesagt, immer Struven. Also hat es zumindest bei uns auch bei meiner Oma immer gegeben. Nee, bei uns ist es halt Steckerlfisch. Und das ist halt Fisch am Stock gebraten. Ja. Ich weiß gerade nicht, ob das im Allgemeinen so heißt oder nicht. Ja gut, wahrscheinlich würden wir da jetzt Stockfisch zu sagen, weil Stockerl ist ja typisch wieder so typisch bayerisch eigentlich. Ja. Und der schmeckt so gut. Ich habe schon einige gegessen, weil die gibt es auch bei Volksfesten. Ja. Und ich war auf einigen Volksfesten bei uns in der Umgebung. Und ich muss sagen, der bei uns im Kaff, der schmeckt einfach am besten. Aber das ist doch auch in Ordnung. Ja. Ich
freue mich da immer mega drauf. Ich freue mich immer das ganze Jahr auf Karfreitag. Nur wegen diesem Steckerlfisch. Oder halt auf unser Volksfest, weil da gibt's den auch. Mhm. Aber das fällt ja dieses Jahr leider aus. Ja gut, das... Dann kann ich dieses Jahr nicht einmal meinen Dirndl tragen. Hey, du kannst du schon, aber... Nee. Das ziehe ich nur an, wenn ich auf den Volksfest gehe. Ansonsten... Die Quälerei lohnt sich nicht. Dann eben nicht. Aber dann verstehe ich ja nicht, dass das... Du klangst jetzt gerade so, als wäre das für dich sehr schade, dass du es nicht tragen dürftest. Könntest. Ja, weil mein Dirndl voll hübsch ist. Es ist halt eng. Weil ich halt keine 18 mehr bin. Okay, also du willst jetzt gerade sagen, dass du etwas in die Breite gegangen bist. Ja, aber halt vom Knochenbau her. Aha. Okay. Ich, deswegen. Ja. Hi, man ist ja erst mit 22 ausgewachsen. Und jetzt hat sich mein Körper gedacht, ja, machen wir mal. Ich habe mal hier vorne was hingestellt. Das musst du dir mal bei Gelegenheit anschauen. Definiere vorne. Bei unserem Hausgrundstück. Ach so, ein Gästebuch. Froh, dir helfen zu dürfen. Kid mal. Also die Antworten sind vordefiniert, ne? Denk aber ich finde, die hat damit am besten gepasst. Oh, zu Favoriten hinzufügen. Du bist jetzt ein Favorit. Yay. Das ist also die Art und Weise, wie mir gedankt wird, wenn ich da so einen schönen Satz reinschreibe. Ich kann nicht mehr machen. Deswegen lebt damit. Ich hätte sich natürlich auch freuen können oder sowas und sagen können, hey, vielen Dank, es ist ja, ich freue mich darüber. Du merkst und, selber, dass es übertrieben ist, ne? Ich ernte Salat. Oh ja, mach das. Dann kann ich nämlich die Dinger, die Hühner füttern. Also ich habe jetzt das erste Salatfeld hier, also das ehemalige Tomatenfeld geerntet. Ja, das reicht schon. Mach hier gerade nochmal wieder ein paar Mohrrüben. Also Karotten heißen sie ja. Ich glaube, ich lasse es eher. Warum? Ich brauche gar nicht anfangen. Ach, weil wir wieder kein Geld haben. Ja. Können wir eigentlich wieder Gemüse verkaufen? Weil wir haben wieder auch 80. Ich bin gerade dabei. Okay. So. Bei mir gibt es jetzt Eier. So. Halbe Stunde gibt es wieder Eier. Gibt es bestimmt auch ein Eier-Ding? Eier. Ja! Ja, das ist jetzt besser geworden. Yay! Ich kann ja einen Weizen ernten. Das ist auch bald fertig. Ich war hier stehen geblieben zum Gießen. Ah, oder ich packe einfach sinnlos ein Feld. Kann ich natürlich auch machen. Ist aber nicht sonderlich effizient. Karotten anpflanzen. Okay, ich werde irgendwo, auch wenn es nicht sonderlich effizient ist, einen Koi-Teich machen. Oh mein Gott, es schneit! Es wird weiß! Ja! Oh, ich liebe Schnee. Oh, Zucchinis gehen wieder. Yay! Mach ich mal mit Zucchinis weiter. Ja. Okay, Geld weg. Ein Neunerfeld angemacht, sofort 1000 Geld. Warte, es kommt gleich wieder Geld dazu. Also ein bisschen zumindest. Ich habe wieder ein paar Äpfel. Ja. Also ich finde das auch schön, dass die Jahreszeiten sich immer so ein bisschen unterscheiden. Und ja, so, also generell auch so ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Also vom Winter zu Winter zum Beispiel. Ja. Wir hatten auch dieses Mal beim Sommer kein so ein Flimmern. Also war diesmal nicht so ein heißer Sommer gewesen. Ja. Schau mal, was da hinten die... Ah, verdammt. Karotten machen. Wahrscheinlich wachsen und gedeihen. Jo. Kann sie mal gießen. Ah, wenn sie mal in der falschen Jahre... Also Karotten sind ja nicht ganzjährig, ne?
Ja. Doch, die sind ganzjährig. Okay, nur im Sommer nicht. Ja, genau. Okay, nee, gut, dann hat sich mein Verdacht nicht bestätigt. Was wolltest du denn gerade sagen? Weil ich dachte, dass dieser Zeitbonus, den es manchmal gibt, dass es den nicht gibt, wenn man sich nicht in der Jahreszeit befindet, aber das ist Quatsch. Das wäre sehr ungewöhnlich, das stimmt. Ja, ich kriege jetzt gar nämlich keinen Zeitbonus beim Gießen. Okay. Aber warum gieße ich dann überhaupt? Bullshit. So. So, und ich nehme hier nochmal wieder Sprit, den ich jetzt gerade sinnlos verballert habe. Ah, Blümchen kann man abernten. Und hier ein bisschen Obst verkaufen und ein bisschen Geld aus dem Brunnen ziehen. Apropos Geld aus dem Brunnen ziehen, den Brunnen, den stelle ich auch mal bei uns aufs Grundstück. So. Ich finde die Musik auch irgendwie angenehm. Ja, die ist so dezent im Hintergrund, ne? Ja, die geht einem nicht so penetrant auf den Sack nach der Zeit. Weil wir spielen ja jetzt doch schon ein paar Stündchen heute. Was? Da mittlerweile die 6. Stunde. Wir produzieren überhaupt nicht vor. Nee. Das war eigentlich nicht mal der Plan, aber... Nee. Man ich dachte bisher, ja, easy mal 3 Stunden, damit wir halt über die erste Woche drüber kommen. Ja, gut. Dann wird nachher irgendwas geschrieben in die Kommentare, von wegen, mach doch mal das und das. Ja, haben wir schon. Folge 17. Ja, das ist immer so. Das habe ich immer bei, also habe ich aber immer nur bei Spielen, wo du so weit im Voraus produzierst. Wenn du mal nicht im Voraus produzierst, weil du denkst, ja, dann können die Leute noch mehr dazu beitragen und was mitteilen, dann ist es nicht. Nee, natürlich nicht. Aber sobald du im Voraus produzierst, zack. Soll ich mal so Dinosaurier-Fossil machen? Achso, nee, Quatsch, den wollten wir zum Schluss machen, ne? Ich vergaß, Entschuldigung. Ja, die Frage ist, also du wolltest mal eins so testweise machen, ja, aber eigentlich wirklich brauchen tun wir das ja nicht. Ja, das ist für das andere, für die andere Quest. Achso, wir haben noch eine Quest. Mhm. Ja, gut, dann. Aber ich weiß nicht, ob die Quest noch. Also, das ist so eine Saison-Quest. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Ah, okay. Ja, da stand im Hauptmenü schon irgendwas mit 4 Tagen, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass wir die bis dahin hinkriegen. Ja, okay. Haben die eigentlich hübsche neue Blümchen? Kriegen wir denn da was Besonderes für, wenn wir die machen? Wir kriegen dafür. Ach, falscher Knopf. Ach nee, nur so komische Fossilienstücke, die man da wahrscheinlich als Deko aufstellen kann. Ja gut, okay, das ist jetzt nicht so... Wäre jetzt nice to have, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, muss unbedingt. Nee, sage ich jetzt auch nicht. Also wenn wir jetzt dafür, keine Ahnung, 1000 Diamanten bekommen hätten, dann... ja, das war was anderes. Trüffel sind wieder fertig. Sehr schön. Und diese Trüffel, die sehen, das sieht aus wie Tannenzapfen so ein bisschen. Ja, das stimmt allerdings. Also ich habe Trüffel irgendwie anders in Erinnerung. Ich auch. Also wir können Schwertfisch irgendwann mal machen. Wie geil ist das denn? Aber bestimmt kannst du auch irgendwann Haie und sowas noch machen. Ja, ist in Ordnung. Sie sehen zumindest sehr groß aus, teils. Naja, so ein Schwertfisch, den hältst du ja eigentlich nicht zu Hause im Aquarium. Ja, den habe ich, als ich in Japan war, war ich da auf diesem Fischmarkt. Mhm. Und habe dann dabei zugeguckt, wie einer diesen Fisch auseinander nimmt. Okay, ist ein Riesenvieh. Unglaublich. Mhm. Gut, die Japaner, die haben da ja, also wenn das ein richtiger Experte war, der macht da ja irgendwie, der ist ja so schnell, da kannst du teilweise gar nicht zugucken, wie schnell er den auseinander nimmt. Ja, der hat da irgendwas dazu erklärt. Aber ich habe ihn natürlich nicht verstanden, weil ich spreche ja die Sprache nicht. So ungefähr hat sich's für mich angehört. Wahrscheinlich hat er das auch genau so gesagt. Ja. So, meine kleinen Schweinchen. Noch mal ein bisschen was zu essen. Ah. Cool. Hm? Ich habe gerade mal bei uns einen Grill gebaut. Und wenn du den Grill aufmachst, dann kommst du ins Shop-Menü. Lol.
Es hat zwar jetzt überhaupt keinen Effekt. Ach, beim Lagerfeuer übrigens auch. Ist ja lustig. Ey! Hä? Komm mal her. Moment. Ja? Wo bist du? Ach, oh lol, man kann sich hinsetzen. Hi! Hi. Hast du sogar eine Errungenschaft? Echt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, weggegangen, weggefangen. Ja, cool. Oh, mit meinem süßen Wauzi da noch. Oh, das ist echt cool. Süß gemacht. Ja. Das ist doch gerade das ideale Bild, liebe Chi, um die Folge zu beenden, oder? Stimmt eigentlich. Wir sind schon wieder soweit. Aber das sieht auch echt lecker aus, was da auf dem Teller drauf liegt. Das sieht so, was ist das? Fleisch, eine Gurke und... Ich glaube, Mais, ist das ein Brötchen, eine Semmel. Ich muss wieder angewöhnen, Brötchen zu sagen. Dann aber richtig, Asemmel. Asemi. Asemi, ja. Also, wenn schon mal richtig sind. Sprichst dann aber richtig. Ja. Ich denke mal, das ist so gebratene Zucchini noch und gebratene Aubergine. Also wir sind sehr vegetarisch unterwegs. Ja, aber geil. Schmeckt aber grundsätzlich lecker. Also ich finde generell so gegrilltes Gemüse und sowas auf jeden Fall nice. Oh ja. Ich sag da immer wieder gegrillte Wassermelone. Es glaubt mir niemand, aber gegrillte Wassermelone ist elendig geil. Ich kann gar nicht verstehen, wie Leute das nicht glauben können. Es gibt genügend, die was mich da ganz fragend angucken. Ja, also, ich weiß, das war Ironie, aber es ist mir egal. Ich würde meinen Blick nicht als fragend bezeichnen, sondern eher so als ja, weißt du, dieser wenige Zucker, der in dieser Wassermelone drin ist, der karamellisiert dir halt dann auf dem Grill und das schmeckt so gut. Also ich muss jetzt sagen, habe ja nicht so den süßen Zahn. Ne? Also habe ich ja letzte Folgen schon mal gesagt, wo wir über das Thema Kuchen gesprochen haben. Aber was ich zum Beispiel auch vom Grill mega, mega geil finde, ist eine richtig schöne Pizza. Wenn du so einen Grillstein hast. Pizzastein. Ja, genau. Und dann so den Grill zumachen kannst, auch also dieses so ein bisschen Smoker-mäßig. Oh, ja. Und dann auf den richtigen Steinplatte. Oh, ey, das kannst du nicht mit einer Pizza aus dem Steinofen vergleichen. Nee. Also diese Pizza aus dem Steinofen ist auch geil, so ist es nicht, aber das ist nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Das stimmt. Aber wir müssen die Folge beenden. Ja, und ja. Ich krieg grad schon wieder Hunger. Ich hab seit 6 Stunden steht ein Donut neben mir, den ich nicht essen kann, weil wir aufnehmen. Ach du, das eine schließt das andere doch nicht aus. Ich habe mir vorhin auch überlegt, ich habe noch ein paar Nüsse unten, ob ich mir einfach so zum Snacken zwischendurch mal Nüsse dazu hole, weil eigentlich, das wäre für mich eine Premiere. Ich habe noch nie in meiner ganz dreieinhalbjährigen Zeit als Let's Player habe ich noch nie während einer Aufnahme gegessen. Es wäre eine absolute Premiere. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich es auch vergessen habe, aber... Also im LP habe ich auch, glaube ich, noch nie gegessen, aber im Stream schon öfter. Ja gut, aber du hast ja auch schon teils 12-Stunden Streams und so weiter gemacht. Ja, ich hatte schon fast 24-Stunden Streams. Also von daher, ich würde selbst abgesehen mal vom Essen, ich hätte A, gar nicht das Interesse, muss ich ehrlicherweise gestehen, so lange am Stück aufzunehmen, weil irgendwann bist du halt einfach so groggy. Ja, vor allem tut dir immer die Stimme weh. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du dann die ganze immer nur am Reden bist, reden und also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen 6-Stunden-Stream habe, was ja nur von 24 Stunden ein Viertel ist, ja, also da bin ich hinterher schon richtig matschig immer. Und wenn ich jetzt überlege, ich würde ansatzweise 24 Stunden am Stück aufnehmen, erstmal schaffe ich es gar nicht so lange wach zu bleiben und ja, du musst auch die Leute ja unterhalten. Das ist ja nicht einfach so, dass du für dich spielst. Für dich spielen ist immer noch was ganz anderes. Und das unterschätzen ja auch immer sehr, sehr viele Leute. Ja, du sitzt ja nur da und spielst. Mhm. Genau, ja, eben. Ja, du sitzt nur da und spielst. Und ich hätte problemlos 12 Stunden, könnte ich da aufnehmen, ist kein Thema. Mhm, ja. Also, jeder, der das behauptet, wie gesagt, der weiß Probier's. Nicht, was... Also der weiß nicht, wie man das, dass das eigentlich auch richtig harte Arbeit ist. Also klar, es macht zeitaufwendig. Spaß. Extrem genau. Zeitaufwendig. Das kommt noch hinzu, aber wie gesagt, halt auch eben sehr, sehr anstrengend. Mm. Es ist eine positive Anstrengung, aber... Ja, du machst ja eben was dir gefällt. Du hast ja Bock aufs Zocken. Genau. Ja, und wenn du halt,
ja, dann noch mit einer schönen Community mit dabei bist, dann macht es ja nochmal umso mehr Spaß. Ja. Aber dir tut halt irgendwann einfach die Stimme weh. Du fängst an, wirklich dann später die Flusen und Wollknäule auszuspucken und weil dein Mund so fusselig wird. Oh. Oh ja. Aber wir müssen die Folge beenden, weil wir quatschen zu viel. Wir tun nichts, ja, wir quatschen nur. Also wenn euch das übrigens stört, schreibt das auch ruhig gerne mal in die Kommentare. Dann werden wir nichts ändern. Ja, okay, das sagst du jetzt. Ich muss den Leuten wenigstens die Hoffnung geben. Ja, nee. Die Hoffnung, dass wir etwas ändern, was wir dann nicht tun. Und dann alle Erwartungen zu enttäuschen, um uns dann daran zu ergötzen. Ja, die Menschen brauchen doch irgendwas, um sich aufzuregen. Also wir lassen ihnen das. Genau, also du musst den Menschen erst die Hoffnung geben, ihnen die dann jäh zerstören, damit sie sich aufregen können. Und wie gesagt, daran ergötzt du dich dann. Alle sind wieder zufrieden, weil sich jeder aufregen kann, weil jeder am Zetern ist, weil jeder am Meckern ist. Und alles ist super. Genau, das ist so, wie wie unsere Welt funktioniert. Richtig. Und das ist nochmal nicht gelogen eigentlich. Das stimmt. Ja gut, ich würde sagen, liebe Freunde, in diesem Zusammenhang, wir sehen uns in der nächsten Folge. Es wird langsam kalt hier auf der Bank, so im Winter, ne? Also es wird auch dunkel. Ja, das kommt noch hinzu. Wir sind sehr effizient gerade, Chi. Hart, echt. Aber dann können wir in der nächsten Folge kommen wir ernten und hast du nicht gesehen, weil so lange haben wir jetzt gequatscht bis dahin. Dafür ist jetzt alles fertig. So. Ja, so sieht's aus. Alles klar. In der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.